Und jetzt haben wir hier schon wieder das Problem, dass es hier schon wieder nicht weitergeht. Ich hasse alles und noch mehr. Bitte nicht abstürzen. So, wie wär's denn, wenn wir hier mal runter? Und dann gehen wir mal da oben lang. Und dann machen wir definitiv einen Generationswechsel und dann versuchen wir mal unser Glück in der nächsten Generation. Wir haben hier vier. Es ist halt die Frage, sind das alles Männchen oder Weibchen? Und da machen wir schon mal vielleicht ein paar neue Kiddies. So, jetzt sind wir, glaube ich, auch schon wieder so gut wie zu Hause. So, mal gucken, ob wir das essen können. Das hier. Huch, da lang. Wo bist du, Affe? So, Affe muss nach Hause, weil Affe hat Durst. Beziehungsweise Affe verdurstet schon. Und dann legen wir uns gleich hin, machen noch so ein paar Ausprägungen und dann machen wir einen Generationswechsel. Vorher müssen wir auch noch was trinken. Ganz dringend. Naja, ich glaube, wir kommen jetzt so erstmal nicht wirklich weiter. Trinken wir uns einmal voll und dann passt das schon. Geht's gleich in die Haie. Der hat aber einen Durst. So, das war's. So, dann gehen wir mal pennen. Einmal schlafen. Achso, ja, stimmt. Muss ich ja gedrückt haben. Ich vergaß. Ich glaube, es sind noch nur die männlichen Affen mitgekommen. Kann das sein? So, jetzt haben wir natürlich Hunger. Aber ich würde sagen, das ist erstmal egal. Wir machen erstmal. Alter, wie viel haben wir gekriegt? Alter, haben wir krass viel gelernt. Was ist das? Ansiedlung. Wird ein Objekt weniger benötigt, um ein Bauvorhaben abzuschließen? Aha. Bauen. Okay. Was ist das hier eigentlich? Kommunikation, okay. Jetzt haben wir ein bestimmtes Klarmitglied zu bitten, sich dir zu nähern, okay. Ich lerne erstmal alles, in der Hoffnung, um zu gucken, was wir damit rübernehmen. Drücke Q, halte beim Gehörsinn und lass los, damit dir die sichtbaren Klarmitglieder folgen. Okay. Sind wir aus den Napsen hier, ne? So, was haben wir hier? Verbessert die Reaktionszeit für Flucht und Attacken. Ich bin dafür, dass wir ab sofort auf Erkundung einen spitzen Stock mitnehmen. Um vielleicht mal zu gucken, dass wir was angreifen können. Also wir sind schon gut entwickelt, möchte ich behaupten. Und es ist noch niemand gestorben. Das ist, glaube ich, nicht ganz so schlecht, würde ich mal sagen. Huch, bin zu weit. So, was haben wir hier? Automatische Erkennung. Boah, das dauert aber lange.
Alle Ressourcen derselben Art, das ist ja schön. Da geht es dann auch weiter. So, was haben wir hier? Umweltanalyse. Keine Ahnung, was das genau bringt. Hallo? Wieso macht er es nicht? Hä? Bin ich doof? Harmlose Gerüche. Wie geht das denn? Das geht auch nicht. Hä? Was ist hier los? Motorik. Dein Neuron kann nicht angegriffen werden, da du über keine neuronale Energie verfügst. Ach so! Ach, ich brauche neuronale Energie. Oh. Okay. Ich habe keine. Sind die tot? Nee, die schlafen noch. Expedition beginnen. Beenden. Ah, okay. Woran sehe ich denn, dass ich neuronale... Klarmitglied getötet. Wer denn? Der da hinten? Nee, das ist ein Stein. Wer ist denn tot? 1, 2, 3, 4. Ich sehe jetzt 4. Sie will alles ergreifen. Wer ist jetzt tot? Oh, die sind beide tot. Wie sind die denn tot? Wahrscheinlich verhungert oder verdurstet, oder? Großartig. Jetzt haben wir wieder Platz im Clan. Ich esse noch mal was. Wir brauchen mehr neuronale Energie, wie mir scheint. Wusste ich gar nicht. Gut zu wissen. Ich habe ja ganz umsonst die ganzen Betten gebaut. Schade. Zwei Tote. Ich weiß noch nicht warum. Ich habe noch was zu essen in der Tasche. Okay, vielleicht müssen wir noch was trinken. Gut zu wissen, das mit der neuronalen Energie. Nee, trinken müssen wir nichts. Okay, anscheinend müssen wir nur essen. Also wir können den ganzen Arsch voll leeren, aber wir können es nicht direkt anwenden. So, mein spitzer Stock, der müsste da hinten eigentlich irgendwo rumliegen, ne? So, so oft wie möglich aufrecht gehen. Bringt eigentlich immer was. So, wo ist mein Knüppel? Wir wollen nur diese Kapok-Dinger. Oh, warte mal, vielleicht können wir die jetzt erforschen, wenn wir aufrecht gehen. Nicht immer ergreifen, Mann. Ach, jetzt können wir das machen. Cool. Geht wahrscheinlich, weil wir aufrecht jetzt sind, oder? Neues Werkzeug entdeckt. Dornstrauch. Aha. Können wir wahrscheinlich eine Falle oder so einen Scheiß bauen. Ach,
nie, weil wir zwei Sachen, weil wir jetzt zwei hier nicht laufen. Okay. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was wir damit machen sollten. Geschicklichkeit. Das ist sehr schön. Jetzt ist auch schon wieder Dämmerung. Ja, ich würde gerne erstmal alle neue Runen lernen, bevor wir hier was anderes machen. Ich weiß nicht, was ich damit jetzt machen soll, ehrlich gesagt. Na, Manu. Damit können wir irgendwas machen. Wahrscheinlich einen Schutzwall aufbauen oder sowas. Ich leg den mal hier hin. Holen wir noch einen. Vielleicht können wir daraus irgendwas bauen. Müssen wir öfter Sachen stapeln. Vielleicht können wir auch verschiedene Sachen stapeln. Dem Stapel hinzufügen. Okay, das geht. Interessant, interessant. Was könnte man... Ja, ich wüsste eigentlich nur einen Schutzwall oder... keine Ahnung, vielleicht irgendwas anderes. Bauvorhaben beginnen. Gucken, was er daraus jetzt macht. Neue Konstruktion, Dornstrauchwall. Oh, cool. Ach, wie geil ist das denn? Neue Aktion, bauen. Unterschiedliche Konstruktionen können deine Ansiedlung verbessern. Okay. Können wir denen irgendwas machen? Also wir können die nicht tragen. Nö. Den lege ich mal hin. Direkt daneben. Und mach noch ein bisschen Evolution. Ach, der Kern ist meine neuronale Energie. Okay. Auswertungsgeschwindigkeit. So, dann lass mich mal gucken. Der hier war neu. Was ist das? Wird die Bewegungsgeschwindigkeit beim Tragen? Erfassungsbereich für Schallquellen. Fahrten im flachen Wasser ein wenig schneller. Das ist, glaube ich, ganz gut. Das verbraucht aber richtig heftig. Erfassungsbereich für Geruchsquellen, die nehme ich auch mit. Okay, wir müssen... Ich würde das gerne erstmal zu Ende bringen. Das heißt, wir pennen gleich, dann schleppen wir gleich die Kinder noch mal ein bisschen rum, bauen vielleicht noch mal ein bisschen was. Und dann machen wir einen Generationswechsel, sobald wir die Sachen hier gelernt haben. Ich nur noch der, das könnte gerade so reichen. Mit Glück. Ja. Halte X, um ihn beiden Händen zu tragen. In der Nähe eines schweren oder großen Gegenstandes. Mhm. So, jetzt haben wir alles. Jetzt haben wir alles. Okay. Dann will ich nochmal kurz was ausprobieren. Also wir können so einen Wall hier bauen. Das ist ganz nice. Jetzt ist die Frage, können wir auch den Stein hier so wegräumen?
Anscheinend nicht. Okay, schade. Gut, dann machen wir jetzt einen Generationswechsel, würde ich sagen. Einfach mal, um zu gucken, was passiert. Wir müssen ja auch irgendwie mal weiterkommen. Bevor uns jetzt hier alle noch wegsterben. Da habe ich nämlich keinen Bock drauf. So, Generation. Festigung. Puh, was wollen wir denn festigen? Ein Gegenstand weniger. Intelligenzelemente in weiterer Entfernung. Auswählegeschwindigkeit. Formerkennung. Hä? Das zweimal? Automatische Erkennung aller Ressourcen derselben Art ist möglich? Automatische Erkennung aller Ressourcen derselben Art in der Nähe eines Zielobjekts ist möglich. Ah, okay. Dann das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Oh, was ist das denn? Wieso nicht? Aber wir den jetzt machen müssen, oder was? Auch nicht. Hä, was kostet das? Das kann ich festigen, das hier nicht. Gleichgewichtssinn kann ich auch nicht machen. Den kann ich nicht. Und jetzt bin ich fertig. So, ich mache jetzt einen Generationswechsel. Wohnen, die noch nicht gefestigt wurden, ihre Energie und müssen wieder aufgefüllt werden. Außerdem gehen alle ungeborenen Babys verloren. Ja, mach mal. Immerhin sind wir ja schon mal zu viert. Da müssen wir halt gucken. Also die Sachen gehen nicht verloren, die wir gelernt haben. Die müssen wir nur wieder neu auffüllen. Zehn Jahre später. Krass. Da liegt... die Toten liegen hier immer noch da rum. Clanmitglied getötet. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute sind wir jetzt. Genetische Mutation ist jetzt wirksam. Stoffwechsel. Cool. Hier nichts mitmachen. Schade, schade. So, weiblich und ein Greis. Männlicher, erwachsener Single. Ich mach ihn mal. Wo sind denn die anderen? Und bei wem ist jetzt die genetische Mutation? Guck mal, hier ist auch einer gestorben. P, vor 15 Jahren. Ich kann nichts mit den Knochen machen. Hm. Nee, das wollte ich nicht. Stoffwechsel. Männlicher Erwachsener. Bist du ein Weibchen? Weiblicher Erwachsener. Wir sind aber verwandt.
Aber sie ist fruchtbar.